China erwägt den Bau eines 12 Milliarden Dollar teuren Tunnels zur Insel Hainan. China ist fast ein zusammenhängendes Land. Alle Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden des Landes haben gemeinsame Landgrenzen. Bis auf eine, Hainan. Hainan ist eine große chinesische Insel im südchinesischen Meer, etwa so groß wie Belgien. Sie beherbergt 9,7 Millionen Menschen und hat sich mit dem einzigen tropischen Klima in China zu einem beliebten Reiseziel für den Inlandstourismus entwickelt. Inzwischen ist die Insel durch die Halbinsel Leiyou mit dem Festland verbunden. Dazwischen liegt die schmale Zhongjiao-Meerenge, die nur 20 Kilometer breit ist und eine maximale Tiefe von 120 Metern hat. Trotzdem gibt es keine physischen Verbindungen über sie hinweg. Derzeit ist Hainan nur per Fähre und Flugzeug mit dem Festland verbunden, die beide häufig wegen schlechten Wetters eingestellt werden, wodurch zehntausende Menschen auf der Insel festsitzen. Aus diesem Grund ist die Idee des Baus einer permanenten Verbindung über die Meerenge von Kyongshu ernsthaft in Betracht gezogen. Der Vorschlag für eine Verbindung nach Hainan wurde erstmals Anfang der 1990er Jahre unterbreitet und fand in den folgenden zwei Jahrzehnten immer mehr Zuspruch. Im Jahr 2011 wurde er dann in den 12. Fünfjahresplan Chinas aufgenommen, eine Initiative zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung für die Jahre 2011 bis 2016. Im August 2018 wurde dann ein Tunnelvorschlag bei der Nationalen Entwicklung und Reformkommission Chinas zur Genehmigung eingereicht. Und 2019 gab die China Railway Corporation eine Machbarkeitsstudie für eine Brücke über die Meerenge in Auftrag. Das Projekt wurde jedoch aufgrund von Machbarkeits-, Kosten- und Umweltbedenken nie realisiert. Im Jahr 2019 gab die Chinesische Akademie für Ingenieurwesen dann bekannt, dass sie die Probleme mit der Belüftung des Tunnels gelöst habe. Und im Januar 2021 stellte Wu Shikun, ein hochrangiger Berater der chinesischen Regierung und Leiter des Nationalen Instituts für Studien zum Südchinesischen Meer, das Projekt erneut vor. Er sagte, dass eine Verbindung nun sowohl machbar als auch gerechtfertigt sei und dass sie in den aktuellen oder nächsten Fünfjahresplan Chinas aufgenommen werden sollte. Es gibt drei vorgeschlagene Standorte für eine Verbindung nach Hainan. Der zentrale Standort mit seiner kurzen Entfernung, guten Geologie und Nähe zur lokalen Infrastruktur ist die beste Wahl. Für die Überquerung dieses Standorts wurden drei Hauptbauwerke vorgeschlagen. Eine Hängebrücke, ein schwimmender Tunnel unter Wasser und ein Unterwassertunnel. Eine Hängebrücke wäre unglaublich lang und würde unzählige Tiefe und teure Pfeiler erfordern. Außerdem würde sie wahrscheinlich den Schiffsverkehr unterbrechen, wäre immer noch von tropischen Stürmen betroffen und könnte im Falle eines Krieges leicht zerstört werden. Aus diesem Grund wurde sie weitgehend verworfen. Die zweite Idee, ein schwimmender Unterwassertunnel, könnte eine großartige Lösung sein. Bislang wurde jedoch noch kein solcher Tunnel gebaut und die Idee ist weitgehend konzeptionell. Daher ist ein Unterwassertunnel die plausibelste Lösung, da er machbar und kostengünstig ist, den Schiffsverkehr nicht behindert und unabhängig von den Wetterbedingungen ist. Ein solcher Tunnel wäre etwa 30 Kilometer lang und hätte eine maximale Tiefe von etwa 100 Metern. Dies ist sehr gut realisierbar. Der Saikan-Tunnel in Japan ist 54 Kilometer lang und hat eine maximale Tiefe von 240 Metern. Die Verbindung würde höchstwahrscheinlich aus zwei Hochgeschwindigkeitstunneln und einer zentralen Versorgungsröhre sowie aus Lüftungsschächten bestehen. Nach Angaben von Wu Shikun würde der Bau rund 12 Milliarden US-Dollar kosten und 8 Jahre in Anspruch nehmen. Der Tunnel würde für China einige wichtige Vorteile bringen. Zunächst einmal würde eine Hochgeschwindigkeitsstrecke eine zweistündige Fährfahrt in eine 10-minütige Zugfahrt verwandeln. Von Guangzhou nach Sanya würde die Zugfahrt nur noch 5,5 Stunden dauern. Diese verbesserte Anbindung an das übrige China würde die Tourismusindustrie der Insel ankurbeln. Da Chinas Mittelschicht gewachsen ist, hat Hainan einen Tourismusboom erlebt. Es wird prognostiziert, dass die Zahl der jährlichen Touristenankünfte von 80 Millionen im Jahr 2019 auf 150 Millionen im Jahr 2013 steigen wird. Eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverbindung zur Insel würde dieses Wachstum weiter beschleunigen und der gesamten Wirtschaft der Insel zugutekommen. Darüber hinaus würde ein Tunnel bei tropischen Stürmen einen ununterbrochenen Zugang zu Hainan ermöglichen, wodurch Verkehrsstaus vermieden würden. Außerdem würden durch den Bau Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen und die lokale Wirtschaft angekurbelt, insbesondere in Haikou. Mehr noch, er wäre eine technische Meisterleistung und hätte, da er ganz China miteinander verbindet, einen symbolischen Wert für die chinesische Regierung. Außerdem würde ein Tunnel den internationalen Handel auf der Insel verbessern.
In den letzten 10 Jahren hat sich das BIP von Hainan fast verdreifacht, von 32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 86 Milliarden im Jahr 2020. China fördert dieses Wachstum und versucht, die Insel zu einer internationalen Handelsdrehscheibe zu machen. Am 1. Juni 2020 kündigte China den Hainan Free Trade Port an, einen Masterplan, der die Entwicklung der Insel durch Steuersenkungen und die Abschaffung von Zöllen ankurbeln soll. China hofft, dass sich die Insel dadurch bis 2050 zu einem Zentrum für internationale Angelegenheiten und zu einem strategischen Handelsknotenpunkt mit Europa, Afrika und dem übrigen Asien entwickeln wird. Eine Verbindung zum Festland würde dieses Projekt fördern und einen effizienten Warentransport zwischen den Fabriken auf dem Festland und den Häfen auf der Insel ermöglichen. Durch die Etablierung Hainans als globales Handelszentrum und die weitere Integration mit dem Rest des Landes würde der Tunnel China einen strategischen militärischen Vorteil im umstrittenen südchinesischen Meer verschaffen. Er würde es China ermöglichen, Material und Personal schnell zu seinen Häfen im Süden Hainans zu transportieren und so eine enge und gut integrierte Basis für seine militärischen Einrichtungen in der Region zu schaffen. Leider würde ein Tunnel nach Hainan aber auch einige große Probleme mit sich bringen. Zunächst einmal ist die Region ein Erdbebengebiet. Der Bau eines Tunnels ist zwar möglich, aber Erdbeben würden ein großes Problem darstellen. Der Saikan-Tunnel in Japan, der über 9 geologische Verwerfungen führt, wurde während des Baus von Erdrutschen, Überschwemmungen und Verkehrsunfällen heimgesucht, bei denen insgesamt 34 Arbeiter ums Leben kamen. Zweitens würde der Tunnel durch die steigende Zahl von Touristen die ökologische Belastung der Insel erhöhen. Hainan beherbergt zahlreiche bedrohte Tierarten, darunter den Schwarzschopfgibbon und den Elthirsch. Drittens müsste eine neue 130 Kilometer lange Strecke nach Shenzhen gebaut werden, um das Hochgeschwindigkeitsnetz von Hainan mit dem restlichen China zu verbinden. Dies würde weitere 2,6 Milliarden Dollar kosten. Viertens könnte der Tunnel durch die Verstärkung der chinesischen Dominanz im südchinesischen Meer die Spannungen in der Region verschärfen und möglicherweise zu einem militärischen Konflikt führen. Schon jetzt fordern sich US-amerikanische und chinesische Kriegsschiffe in der Region gegenseitig heraus, indem sie sich bis auf 100 Meter aneinander heranpirschen und vorbeifahren. Und schließlich bezweifeln viele, dass das Projekt 12 Milliarden US-Dollar wert ist. Zum Vergleich, der Kanaltunnel zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich, der bei Baubeginn als ein sehr logisches Projekt erschien, litt unter unerwartet hohen Baukosten und gilt heute weithin als Fehlschlag. Viele glauben, dass ein Tunnel nach Hainan ein ähnliches Schicksal erleiden würde. Dennoch sind viele der Meinung, dass er eindeutig gerechtfertigt ist. Sollte er gebaut werden, würde der Tunnel Hainan mit dem Festland verbinden, das Wirtschaftswachstum auf der Insel ankurbeln und China einen strategischen Vorteil im südchinesischen Meer verschaffen. Wu Shikun möchte, dass die Finanzierung und die Bauvorbereitungen beschleunigt werden, sodass mit dem Bau 2025 begonnen werden kann und das Projekt bis 2033 abgeschlossen ist. Ob er und andere chinesische Beamte die Regierung davon überzeugen können, das Projekt zu bauen, bleibt abzuwarten. Was meinst du dazu? Wird China irgendwann einen Tunnel nach Hainan bauen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du Futurology jetzt gerne abonnieren, damit du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst.